Hallo, heute sind wir bei Sue und schauen dem Social Media Team über die Schulter, wie Sue ihre ganzen Instagram-Fotos macht und ihre Filme. Und ich glaube, das wird ein ganz spannender Tag und ihr erfahrt auch ein bisschen, worauf man achten muss, wenn man Instagram macht. Hallo, Sue, da Na, sind wir. Du? Komm rein. Na? Ich freue mich, heute mal mein Social-Media-Team vorzustellen und wirklich für Aufklärung zu sorgen, dass nicht ich hier 24 Stunden vor meinem Handy sitze und Stories mache. Und bin super dankbar, dass mir Jasmin dabei hilft. Das macht sie schon ganz lange und hat auch immer ganz viele tolle Ideen und zuständig für die Rubrikeneinführung und Pflege. Während ich ja mehr so ein bisschen der Story-Chaot bin. Und Neuzugang ist Kira. Und Kira macht aktuell, hilft mir bei einer Charity-Aktion, verschickt gerade die Lookbücher und ist jetzt auch ein tolles neues Sosu-Gesicht für unsere Styles. Meine Fotos kann ich ja zur Not selber im Spiegel mal machen, ne? Aber natürlich diese Reels oder die Sachen in Bewegung, da brauche ich euch einfach dabei. Ne? Also ganz wichtig für einen Instagram-Account ist, dass du einfach so bleibst, wie du bist, mit all deinen Macken. Bleib authentisch und vor allen Dingen ehrlich. Also ich bereite jetzt ein paar Looks vor, die wir gleich vorstellen wollen für die Stories, für ein Reel, für ein IGTV, damit die Follower das alles einmal in echt sehen und in Bewegung sehen. Und hier sind ein paar unserer Styles und die nehme ich jetzt mal mit. Gerade die neuen Sachen natürlich. Und dann können wir die gleich alle einmal vorstellen. Ich habe alles. Ja, ein Instagram-Kanal braucht ganz viel Planung, auch wenn es bei uns immer so manchmal so ein bisschen scheint, dass es wild durcheinander ist, aber das sieht nur so aus. Dahinter steckt natürlich harte Arbeit und auch eine ganz genaue Planung. Die machen wir immer Montagmorgen, da besprechen wir den Blog und was auf dem Blog stattfindet und auch was auf Social Media passiert. Ja, ich finde, dieser Look sieht super an Yassi aus und ich finde es total toll, dass sie da mitmacht und die Sachen auch liebt. Das ist ein schönes Kompliment, weil es macht einfach auch Spaß zu sehen, wie die Styles an anderen Frauen wirken, weil ich mache das ja nicht für mich alleine, sondern natürlich für viele unterschiedliche Frauen. Und Yassi ist natürlich offensichtlich ein ganz anderer Typ als ich und das freut mich, wenn ihr die Sachen genauso gut stehen. Ja, wenn du ein Unternehmen oder ein Startup gründest, finde ich es wichtig, dass du nicht so statisch rüberkommst, sondern lifestyleiger, vielleicht so wie wir, dass du einfach ein bisschen mehr von deiner Persönlichkeit zeigst, weil letztendlich ist ja das, was du präsentierst, musst du ja auch selber lieben. Also, tschüss, Sue, Roswitha. Tschüss, Knut, vielen Dank. Achso, eine Sache noch, das habe ich ganz vergessen. Wenn ihr einen Instagram-Account betreiben könnt, also das Erste, was ihr braucht, ist wirklich Disziplin. Immer schöne Fotos machen, zu bestimmten Zeiten posten, viel liken und euch auch schlaue Sachen dazu ausdenken. Und dann kann das eigentlich nicht mehr schiefgehen.